Kannst du Gedanken lesen? Weil du dich gerade hübsch machst. Ich wollte dich nämlich auf einen sommerlichen Ausflug einladen. Mich? Aber warum? Ich möchte mit dir auf eine kleine romantische Insel fahren. Aber... Hat er romantische Insel gesagt? Liebe will nicht. Liebe ist... Ein Ausflug auf eine romantische Insel. Ja, auf die Pfaueninsel. Allein der Name ist schon Romantik pur, oder? Gibt es da auch Pfaue? Klar. Und auch ein kleines romantisches Schloss. Die Insel ist der ideale Ort für Verliebte. Spielt er jetzt mit mir? Weil ich eine Verabredung mit Jürgen habe? Aber davon weiß er doch gar nichts. Er ist doch kein Hellseher, oder? Ja, und warum fährst du da nicht mit Mariella hin? Auf keinen Fall. Ich möchte auf der Insel unsere Hochzeit feiern und Mariella damit überraschen. Ich dusselige Kuh. Wie konnte ich auch nur eine Sekunde denken, er könnte mich meinen, wenn er romantisch wird? Eine Traumhochzeit. Ja. Schön. Ich habe nur noch einen kurzen Termin mit Max. Da müssen wir gleich los. Ich würde wahnsinnig gerne mitkommen, aber... Aber? Sag bloß nicht, du hast was Besseres vor. Nein. Aber was Wichtigeres. Das musst du verschieben. Warum? Ich treffe mich auf der Insel mit einem Weddingplaner. Und der soll nicht nur meine Wünsche berücksichtigen, sondern auch hören, was die Braut sich wünscht. Ich bin aber nicht die Braut. Aber eine Frau. Und noch dazu eine mit einem riesigen romantischen Herzen. Und wenn ich Jürgen absage? Unmöglich. Das würde er mir nicht verzeihen. Warum denke ich überhaupt darüber nach? Ich brauche dich für diesen Termin. Ja, als Double, um für dich Mariellas Wünsche zu erraten. Es tut mir leid, aber ich kann nicht mitkommen. Aber warum nicht? Weil ich den anderen Termin schon zugesagt habe und der ist mir wahnsinnig wichtig. Du wolltest mich sprechen? Ja, komm kurz rein. Schade, dass du mich im Stich lässt. Die Plansky lässt dich im Stich? Emanzipiert sie sich etwa? Ich brauche jemanden, der für B-Side durch Deutschland zieht, um China Couture an den Mann zu bringen. Ach, ich verstehe. Und weil die Plansky nicht will, soll ich einspringen? Blödsinn. Die brauche ich aber hier. Und mich etwa nicht? Oh, jetzt bin ich die Mimose. Du sollst für mich ein paar Handelsketten besuchen. Ich dachte, das Klinkenputzen hätte ich hinter mir. Na, Klinkenputzen kann man das nicht gerade nennen. Die Einkäufer der großen Kaufs- und Vertriebshäuser werden dir die Ware aus der Hand reißen. David, ich bin nicht gerade ein Verkaufsgenie. Na, dann wärst du eben eins. David, ich bin Personalchef und nicht Handelsvertreter. Sag mal, begreifst du nicht, wie wichtig das ist? Nur mit diesem Lizenzgeschäft können wir den nötigen Kapitalstock aufbauen, um gegen Richard in den Kampf zu ziehen. Gib dir einen Ruck. Warum übernimmst du das nicht? Weil ich hierbleiben muss. Richard soll glauben, dass ich mich als entmachteter Anteilseigner dem Deutsche Farniente hingebe. Dann gib die Reise doch als Urlaub aus. Nein. Ich muss Richard in Sicherheit wiegen. Meine Reise nach Shanghai hat schon genug Staub aufgewirbelt. Außerdem kann ich Mariella nicht mit den Hochzeitsvorbereitungen allein lassen. Ich will sie mit einer super Location für die Feier überraschen. Man muss eben flexibel sein in besonders schwierigen Zeiten. Wusste ich doch, dass ich mich auf dich verlassen kann. So. So. Ja? Hallo. Hallo. Hey, das sieht ja aus wie ein richtiges Picknick. Ja. Stell dir vor, wir sind draußen in freier Natur. Da ist der Wald. Hier fließt ein kleines Bächlein. Stimmt, der plätschert auch wie deine Waschmaschine. Ja, und das ist die große Wiese mit den wunderschönen Blumen. Setz dich doch. Darf ich? Und das sind die Schweizer Berge?
Wieso die Schweizer Berge? Naja, am Fuß der Berge riecht es doch auch immer nach Emmentaler Käse. Du hast dir wirklich ganz schön Mühe gemacht. Ja, und du siehst ganz dein Kleid wirklich toll, echt wirklich. Dankeschön. Ist vielleicht nur ein bisschen eng. Ich wusste ja nicht, dass wir auf dem Boden sitzen. Was gibt es denn zu essen? Ach. Voilà. Antipasti. Ja, dann. Ich hab's so ein bisschen gut gemeint mit dem Würzen, oder? Geht schon. Ist aber macht lustig. Mit dir los, Mama. Gib mir sofort mein Glas zurück. Sofort. Richard hat mich aus der Firma geworfen. Was hast du getan? Ich? Wieso ich? Ich meine, was ist vorgefallen? Er bildet sich ein, dass er meinen Rat nicht mehr braucht. Du kennst Richard. Ich habe ihn immer unterstützt. Da werde ich doch wohl mal meine Meinung sagen dürfen, oder? Und er setzt mich einfach vor die Tür. Und jetzt stehst du ganz alleine da. Ich verzichte auf dein Mitleid. Du hast alles dafür getan, Mama, dass sich die Menschen von dir abwenden. Danke für deine Loyalität. Du bist genauso wie Friedrich. Was hat Friedrich damit zu tun? Naja, wir sind, wie soll ich sagen, aneinander geraten. Oder so, wie man so sagt. Kannst du mir das vielleicht mal genauer erklären? Könnte ich. Will ich aber nicht. So. Und das Hauptgericht. Lasagne Giorgino alla Microvella. So. Vorsicht. Ja, ich weiß. Heiß. Sieht aber köstlich aus. Na, täusch dich da nicht. Das ist das Einzige, was ich kochen kann. Aber es gelingt mir nicht immer. Jetzt ist David bestimmt schon auf der Insel. Die Bäume rauschen, die Wiesen duften und Faue schlagen bunte, schimmernde Räder. Und er hat niemanden, mit dem er diese Schönheit teilen kann. Ja, ist schon was Schönes, so ein anregendes Tischgespräch. Er geht durch ein Meer von Blüten, pflückt eine wunderschöne Blume und atmet ihren Duft. Lisa, bist du noch ganz dicht? Wieso? Das ist eine Gabel. Metallisch und praktisch, aber völlig geruchlos. Naja, ich... du nimmst Geschirrspülmittel mit Zitrone, ne? Du bist.
Störe ich dich? Nein, ich dachte nur, das wäre Hugo. Und wenn er rauskriegt, dass ich... Ist auch egal. Was machst du bei Karima? Ich will eigentlich zu... Max. Mir ist klar geworden, dass du recht hast. Ja, das habe ich meistens. Und mit diesmal? Er hatte seinen Spaß und jetzt soll er auch Verantwortung übernehmen. Du willst es ihm endlich sagen. Ich habe sogar das Ultraschallbild dabei. Gute Entscheidung. Soll ich dir ein Glas Wasser holen? Nee, danke. Geht schon wieder. Meinst du, du kannst mal kurz nachgucken, ob er da ist? Der ist bestimmt da. Bestimmt in seinem Büro. Ja, aber check doch mal, ob er alleine ist. Ich hab keine Lust, dass ich ihn schon wieder beim Rumknutschen... Entschuldigung, wo ist denn das Klo? Da drüben. Weißt du noch, wie wir als Kinder gemeinsam im Kino waren? Gestern war es ein bisschen wie früher auf dem Land. Die Leute im Saal kennen sich alle und nach dem Film sind die verfeindeten Klicken aufeinander losgegangen. Mit Panzern, Lenkraketen, Handgranaten. Mädchen und andere Passanten fallen tot zu Boden. Dann wurde der Kirchturm getroffen. Und die Glocke fällt mit einem großen Bim-Bam auf den Marktplatz. Und dann kam er auf seinem Schimmel, ging dazwischen und machte dem Ganzen ein Ende. Der weiße Ritter David. David? Was ist mit ihm? Oh, verdammt, ich hab was vergessen. Ich muss weg. Aber wieso denn? Ein Freund von mir hat ein akutes Virusproblem. Ich habe ihm versprochen zu helfen. Aber, ach so, kannst du ihm nicht online helfen? Nein, keine Chance. Ich hab dich enttäuscht, ne? Nein, wieso? Du warst ja hier. Wenigstens physisch. Entschuldigung. Ich muss mich entschuldigen, aber ich muss jetzt leider los. Wenn du willst, kannst du gerne bleiben. Nee, ich gehe denn auch lieber. Also, ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Und gute Besserung, also liebe Grüße an deinen Freund. Das muss ja ein toller Abend gewesen sein. Danke. Jetzt sag schon, was machst du denn hier? Das siehst du doch kotzen. Im Herrenklo. Ja, wär's dir in deinem Büro vielleicht lieber gewesen. Sag mal, kannst du deinen Kater nicht zu Hause auskurieren? Das war nur so ein kleiner Brechreiz. Kannst ja auch wieder gehen. Max, ich bin... betrunken? Komplett bescheuert. Scheiße, wäre ich bloß nicht gekommen. Hier drei große Pavillons für die Gäste. Und hier ein Zelt fürs Catering. Ja, das sieht bestimmt gut aus vor dieser Kulisse. Es wird bezaubern, Sie werden sehen. Und hier, ein großes Tanzparkett. Ja, sehr gut. Ich sehe schon, Sie sind genau der richtige Mann für mich. Oh, wirklich? Sie schmeicheln mir. Lassen Sie das aber nicht Ihre Braut hören. Warum ist Ihre Braut denn nicht mitgekommen? Oder wollten Sie mit mir alleine sein? Geschäftliche Termine. Ah ja. Ich würde Sie Tag und Nacht im Auge behalten. Interessiert sich Ihre Braut denn nicht für die Hochzeit? Doch, aber ich wollte nicht, dass Sie... Ist das die Braut? Ja, das ist sie. Hallo, Schatz. Schön, dass du es doch noch geschafft hast. Du musst mich retten, bevor dieser Typ mich vergewaltigt. Darf ich vorstellen? Meine Braut. Angenehm. Jean Sournois. Guten Tag.
Siehst du denn nicht, wie es ihr geht? So wie es jemandem geht, der gewohnheitsmäßig zu viel trinkt. Richard, sie braucht eine Aufgabe. Die habe ich ihr gegeben. Und zum Dank dafür hat sie mich hintergangen. Das ist nicht dein Ernst. Und ob? Frag doch Hugo. Aber sie ist unsere Mutter. Das gibt ihr noch lange nicht das Recht, mich zu hintergehen. Gib ihr wenigstens eine zweite Chance. Ich will sie in dieser Firma nicht mehr haben. Dir bedeutet unsere Familie gar nichts. Du redest von Familie? Du hältst doch immer nur zu David. Und doch arbeite ich für dich, obwohl du David hinterrücks ausgebotet hast. Zum Wohl der Firma, ja. Was ist nur aus dir geworden, Richard? Erst David, dann Mutter, wann bin ich an der Reihe? Herr von Bramberg ist beschäftigt. Ja, aber er wollte doch die Stoffproben sofort haben. Dauert es noch lange? Was weiß ich? Wenn Geschwister schmutzige Wäsche waschen? Sowas liegt im Kram einfach dahin. Richard ist nicht zu sprechen. Wie bitte? Für niemanden, auch nicht für Sie. Das riecht hier aber ganz schön nach Kneipe. Wissen Sie was, Frau von Bramberg, es gibt recht wirkungsvolle Atemsprays. Gehen Sie mir sofort aus dem Weg, Sie Flittchen. Ich will jetzt meinen Sohn sprechen. Nochmal zum Mitschreiben. Richard will nicht gestört werden. Was erlauben Sie sich? Was man mir aufgetragen hat. Was wollen Sie Ihren Gästen denn als Sektempfang bieten? Jedenfalls keinen Sekt. Jahrgang Champagner natürlich. Oder was meinst du, Schatz? Wir sollten auf jeden Fall auch Säfte bereithalten. Haben Sie Kinder? Ja, für die Kinder. Noch nicht. Aber wir planen einen ganzen Stall voll. Stimmt's, Liebling? Ich meine, unter den Gästen, da werden sicher auch Kinder sein. Ja, wirklich. Aber darüber brauchen Sie sich jetzt nicht den Kopf zerbrechen. Ich werde einen Vorschlag ausarbeiten und Ihnen vorlegen. Das wär's dann fürs Erste. Ja, dann vielen Dank für Ihre anregenden Vorschläge. Das wird sicher ein wunderschönes Fest. Eine Märchenhochzeit. Märchenhochzeiten sind meine Spezialität. Wenn irgendwelche Fragen auftauchen sollten, ich bin jederzeit erreichbar. Tag und Nacht. Ich empfehle mich. Ich empfehle mich. Tschüss. Herr Sommer. Oh, bin ich froh, dass du gekommen bist. Ich habe noch ein bisschen Zeit bis zum nächsten Termin. Hast du Lust, die Insel etwas zu erforschen? Du bist der Chef. Ihnen Ihren käuflichen Arsch auf, wenn Sie nicht so... Was ist hier los? Unglaublich, wie sich dein Nuttchen hier aufspielt. Sie ist meine Assistentin und schirmt mich in meinem Auftrag ab. Gegen deine Mutter. Du kannst mich jederzeit besuchen kommen, wenn du nüchtern bist und angemeldet. Jetzt hört bitte auf. Das siehst du ja selbst, wie dein Bruder mit mir umspringt. Würdest du mal bitte mitkommen? Ich schlage mich schon den ganzen Tag mit der neuen PR-Kampagne durch. Und in einigen Fragen könnte ich deinen Rat gut gebrauchen. Du willst mich doch nur einlullen. Ach, jetzt hör doch auf. Ich hätte dich sowieso noch angerufen. Ich brauche deine Hilfe. Mariella, ich habe dir schon mal gesagt, ich brauche dein Mitleid nicht. Aber ich deinen Rat. Also was ist? Na schön. Was gibt's denn? Komm, ich zeig's dir. Mausezahn. Ist das hier neuerdings ein öffentliches Lokal? Entschuldige bitte mal. Ich darf doch meiner Freundin noch was zu trinken anbieten. Komm, einfach ignorieren. Die will sich doch bloß aufspielen. Noch so eine Bemerkung. Ich sorge dafür, dass wir rausfliegen. Scheiße, jetzt lass mich doch alle mal in Ruhe.
Oh, na toll, der hat mir gerade noch gefehlt. Bleib doch hier, das hast du doch überhaupt nicht nötig wegen... Nee, echt, Hannah, ich muss an die frische Luft. Ist die wegen dir gekommen? Wieso meinst du das? Das ist eine Schlampe. Kennst du doch gar nicht. Dafür du sie umso besser, oder? Ich warne dich, wenn du weiterhin mit mir befreundet sein willst, dann hüte deine Zunge. Soll ich dich wieder sitzen? Scheiße. War's schon so spät? Wann kommt denn die nächste Fähre? Morgen früh um 9. Wie bitte? Ja, die letzte hat vor 10 Minuten abgelegt. Oh. Und jetzt? Normalerweise würde ich jetzt dich anrufen. Aber zum Glück gibt's ja Max. Der wird ein Boot organisieren, das uns abholt. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir die letzten Besucher sind. Hallo Max, ich bin's. Du, hör mal, wir haben... Nanu, kein Netz mehr. Das gibt's auch nicht, mein Akku ist leer. Na, zum Glück bin ich noch vorbeigekommen. Zum Glück hast du mich. Dann vor allem dein Handy. Herr Petersen, hallo. Ja, das ist nicht zu fassen, aber... ist ja nicht zu fassen. Was? Meine Prepaid-Karte ist leer. Da scheißt er mich jetzt nicht. Ja, das sieht ganz so aus, als würden die Nacht hier verbringen. Was? Thank you.